Wunderschönen. Herzlich willkommen zu einem neuen Maske Montags Video. Ja. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, heute ist Montag. Der Uwe und ich, wir haben das gestern nicht geschafft, eine Maske zu machen. Deswegen sind wir gerade top aktuell. Du reißt es schon wieder auf. Du musst das mal zeigen. Ich hab's eilig. So, und zwar hat uns ja die liebe Princess Dark Masken mit in diesem Paket geschickt und unter anderem diese coolen Tiermasken, einmal ein Esel und einmal ein Gorilla. Ob sie uns damit was sagen will, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber Uwe hat sich jetzt für den Esel entschieden und ich für den Gorilla mit den Herz. Mit den Herzäuglein. Und zwar sind das feuchtigkeitsspendende Masken mit Gurkenextrakt für alle Hauttypen. Und bei dir? Auch eine Gurke. Zeig mal bitte. Für alle Hauttypen. Hier steht auch alle Hauttypen drauf. Hier steht mit Gurkensaft. Saft, ja, ja. Hält deine Haut elastisch, ne? Und unterstützt die Haut. Ja. Unterstützt. Wow. Also ist eine Face Sheet Mask Gorilla Love. Ich habe keine Ahnung, wo die liebe Jasmin diese Masken her hat, aber ich glaube immer, dass diese coolen Masken von Action sind. Und bevor du siehst, muss ich natürlich hier erstmal meine Piercings wieder rausnehmen und die Haare beiseite klemmen. Ich darf schon meine rausnehmen, ja? Ja. Gut, dann soll ich die machen. Jetzt hast du sie ja gezeigt. Auf jeden Fall, ich freue mich schon. Es spritzt. Du Lula. Hat dich angespritzt? Ja klar. Guck mal andersrum, hä? Hat er die Luft gehabt? Okay, nur 5 Minuten und schon Ü18, ne? Ja, also hier ist unfassbar viel Serum drin, wieder mal in diesen Masken. Also, so viel, dass du ja nicht auseinander kriegst. Und ich muss diesmal behalte ich meine Brille auf, damit ich die Maske gescheit auseinanderfrickeln kann. Weil meistens liegt es ja daran, dass ich nichts sehe, dass das nicht funktioniert. Und ich finde die ja jetzt schon wieder zum Piepen, ne? Die sieht ja echt drollig aus. Drollig, ja, total süß. Ah. Okay. Über eine Brille? Nein, natürlich nicht. Ach, ja, oft dann sieht man das doch ja nicht. So, das ist goldig. Also sie riecht sehr gurkig. Und ich sehe jetzt sehr gorillig aus. Wie so ein Guerilla-Kämpfer. Aber die heißen ja Guerilla, ne? So, Maske ist drauf, Brille noch drauf, damit ich wieder was sehe. Gott, sieht das cool aus. Mhm. Ah, Jasmin. Schreib mir das mal bitte, wo du die her hast, oder ob ich recht habe mit Action. Also ich finde, die sieht echt cool aus. Mhm. Guck mich mal an, mein kleiner Esel. Ia, ist nicht alles wunderbar? Nein, Gorilla. Sehr lustig. Cool. Vielleicht hättest du eher den Gorilla nehmen sollen. Du bist ja hier der Silberrücken. Aber hier sind Herzchenaugen, Leute. Ja, das passt nicht zu mir. So, ich muss mal hier, damit ich an mein Handy ran kann, das kommt hier immer an die Lippen. So, und lustigerweise machen wir jetzt weiter mit der Princess Dark. Weil letztes Mal war dran die Sandra Heuer. Liebste Grüße an dich, Sandra. Und deshalb geht es jetzt weiter mit der lieben Princess Dark. A.K.A. Jasmin. So, und du hast hier echt eine Menge geschrieben. Ja. Moment, ich muss hochscrollen. So, huhu, ihr drei Süßen. Mir geht es wieder etwas besser, deswegen, was würdest du eher fragen? Okay, bist du bereit, Schatz? Ja. Würdest du eher nie wieder Nachtisch essen oder jeden Tag um 6 aufstehen müssen? Dann esse ich nie wieder Nachtisch. Ich stehe lieber um 6 auf. Weil ich einfach grundsätzlich gar nicht so viel Nachtisch esse. Moment. Der würde mir nicht fehlen, ne? Aber jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, finde ich sehr belastend, muss ich mal sagen. Also früh aufstehen hat die Susi nicht erfunden, ne? Nee. Würdest du eher nie wieder die Haare oder die Fingernägel schneiden? Ich glaube, nie wieder.
die Haare. Ja. Also ich würde dann auch eher nie wieder meine Haare schneiden, einfach weil du mit so langen Krallen schlecht greifen kannst, ne? Also man, ja, das gibt ja diese Frauen, die ihre Naturnägel so wachsen lassen, die sie so kringeln. Mhm. Und also ich frage mich da schon, wie wischen die sich den Popo ab? Oder greifen geht ja auch alles nicht. Ein fein, naja, vielleicht sind die auch geübt darin, keine Ahnung. Aber das finde ich persönlich nicht schön, deshalb würde ich mir dann lieber nicht die Haare schneiden. Die Haare kannst du dir ja so zu einem Turban. Ja, die kann man als Zopf machen, als Zwiebel, ja, als Vogelnest. Ja, alles mögliche. Irgendwann wird es das Vogelnest. Ja. Genau, also ich entscheide mich auch für die Haare. Würdest du eher nie wieder Toilettenpapier benutzen oder deine Hände nicht mehr waschen? Also ich benutze lieber kein Toilettenpapier mehr. Also es gibt ja genug Länder, die Toilettenpapier so in der Art nicht kennen. Ja. Die halt einfach mit Wasser sich reinigen. Und ja, da würde ich doch lieber mich mit Wasser reinigen und mir die Hände waschen können. Ja, auf alle Fälle. Klar. Ja, ja. Wir verzichten auf Klopapier. Ja. Wir denken an die Umwelt. Ja. Moment, Moment, Moment. Was denn jetzt? Ja, das geht ab, weil wir haben hier einen Propeller an. Das ist nämlich warm, Leute, in Deutschland, ne? Nur falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ja. So, würdest du eher keine Haare mehr auf dem Kopf oder keine Augenbrauen mehr haben wollen? Ich würde sagen, lieber die Haare nicht mehr auf dem Kopf. Du willst eine Glatze? Ja. Und lieber die Augenbrauen behalten? Ja. Also da meine Augenbrauen ja ohnehin schon so gut wie weg sind, wenn man so möchte, die sind halt sehr hell geworden, verzichte ich lieber auf die Augenbrauen. Du musst das praktisch denken. Die Haare wollen wir nicht mehr wachsen lassen. Ach doch, die Haare wollen wir wachsen lassen. Mhm. Und dann eine Glatze, das geht da ja nicht. Ja, deswegen, ne? Also ich male mir lieber ein paar Augenbrauen, als dass ich mir Haare aufmale. Ja. Aber der Uwe hat sich entschieden, er möchte lieber Glatze. Ja, alles was er hat, aber Glatze. Okay. Würdest du eher deine Zähne für immer mit den Finger putzen oder deine Haare für immer mit Toilettenwasser waschen? Zähne mit Finger putzen. Das glaube ich auch, dass ich da eher das machen möchte. Ja. Bisschen Salz, dann geht das hoch. Würdest du eher jeden Tag ein Duckface-Selfie posten oder jeden Tag, ich trinke gerne Wurstwasser, aus dem Fenster brüllen? Ich trinke gerne Wurstwasser. Musst du jeden Tag das Fenster aufreißen, Schatz, und rausbrüllen, ich trinke gerne Wurstwasser. Oder hier so ein Duckface. Weißt du, was ein Duckface ist? Nee. So, guck mal. Ja, die Mädels machen mal ihre Lippen spitz und dann fotografieren sie sich selber. Nee, da rufe ich lieber. Dass du Wurstwasser liebst. Ja, ich liebe Wurstwasser. Nee, warte, du trinkst gerne Wurstwasser. Ja. Also ich mache dann lieber täglich ein Duckface-Foto. Was anderes war viel zu peinlich. Ich rufe dir da aus, wie dunkel ist. Ja, stimmt, das ist ja keine Jahreszeit. Ja. Oder Tageszeit. Ja. Ja, trotzdem, ich mache lieber ein Selfie. Das ist vorhin auch viel schneller gemacht. Guck mal, so muss erst Fenster aufmachen. Ja, und das ist ja kein Problem. Aber Zeit den ganzen Tag über. Würdest du eher stinken, ohne es selbst zu riechen? Oder den ganzen Tag einen Gestank in der Nase haben, ohne dass es ein anderer riecht? Ja, lieber den Erste. Ja. Da wissen die anderen was von. Naja. Ach, die sagen dann auch, Nachbar. Ach, Uwe war gerade unten. Ja, ist Gönnung, ne? Ist einfach der ist vor uns runter, ja. Ja. Wir gönnen unseren Mitmenschen nur das Beste, ja. Ist doch klar. Also ich bin da ganz bei Uwe, also ich würde auch lieber stinken, ohne es selbst zu riechen. Und ihr könnt ja noch nicht mal sagen, ob es so ist, weil ich rieche sie ja nicht, ne? Nö. Uwe riecht ja auch nichts. Nö. Das ist schwierig. Ja, ich stink lieber selber und rieche es nicht selbst. Wir kommen auf so eine Fragen, ey. So, würdest du eher als einziger nackt auf einer Familienfeier sein oder als einziger angezogen? Ich bin gerne lieber als einziger angezogen.
besser angezogen. Ja. Bisschen Kultur war halt. Als Einziger. Als Einziger. Aber so wie ich dich kenne, würdest du da die Hosen runterreißen und sagen, Attacke. Nein, du würdest auch nicht mal angezogen sein. Ja. Okay. Würdest du eher taub oder stumm sein wollen? Taub. Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Der Lärm nicht. Ja, aber du hörst auch Gefahr nicht. Nee. Und wenn du nicht reden kannst, kann es aber vielleicht komische Laute von dir geben. Ja. Nee, I-A. I-A, I-A. Also okay, ich bin ich bin lieber stumm. Geht Könnt ihr nicht. Euch das vorstellen, dass ich stumm bin? Geht nicht. Aber taub, nichts hören möchte ich auch nicht. Also aber deswegen. Kannst du quatschen, mindestens. Lieber stumm. Willst, was bist du denn? Lieber taub oder lieber stumm? Ich meine, taub bist du ja so zwischendurch auch öfter mal. Du kennst dich damit ja schon aus. Da hätte ich richtig warm werden. Also für was entscheidest du dich, mein Schatz? Dumm. Dumm? Stumm. Achso. Aber hier kommt gleich dumm. Nee. Doch dumm und glücklich oder schlau und unglücklich sein? Ich bin ja lieber dumm und glücklich, weil man selbst merkt es ja nicht. Das ist ja wie tot sein, wenn du dumm bist, ne? Das ist ja nur für die anderen schlimm. Ja. Schließe ich mich an. Dann bin ich lieber dumm und glücklich. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr lieber dumm und glücklich seid oder schlau und unglücklich. Das möchte ich gerne von euch wissen, meine Lieben. So, ne? So, entweder, wer würde eher fragen? Würdest du eher 1 Million Euro haben oder 10 Jahre länger leben? Ja gut, wenn du jetzt morgen stirbst, ne? Wenn die Zeit morgen abgelaufen ist, dann noch 10 Jahre oben drauf, würde ich ja natürlich lieber länger leben wollen. Ja, wenn ich weiß, wann ich abgelaufen bin, würde ich sagen, machen wir noch 10 auf. Also scheiß halt auf die Millionen, ne? Also, aber was willst du, 1 Million Euro haben oder lieber 10 Jahre länger leben? 10 Jahre länger. Wenn ich kein Elend habe. Ja, hast du aber, Schatz. Wir leben doch hier nicht mehr im. Ne? Stimmt. Ach, 1 Million, echt. Ja, lieber auf Kacke hauen, oder? Ja. Und 10 Jahre kürzer leben. Aus. Ja, genau. Weg hier von dir ist wie gewählt. Ja, also wisst ihr Bescheid, ne? Die Kontonummer werde ich hier unten in der Infobox verlinken. Ja. Ich zeige euch gleich meine Karte. So, Würdest du eher Müllmann mit gutem Gehalt oder Chefarzt mit niedrigem Gehalt sein? Also wenn ich jetzt die Millionen habe, dann würde ich Chefarzt sein. Und ich möchte einfach mal eine Lanze brechen für die hart arbeitenden Müllmänner, weil das ist wirklich ein Knüppeljob, was die da machen. Das darf man alles nicht vergessen. Und deshalb unterstütze ich die Müllmänner und sage, lieber gutes Gehalt und Müllmann sein. Denn meine Mutter, die hat immer zu mir gesagt, wenn ich schlechte Noten nach Hause gebracht habe, Susi, willst du mal Straßenfeger werden? Ja, und wenn ich dann mal sehe, was die Müllmänner bei uns hier in Berlin zumindest an Gehalt haben, dann hätte meine Antwort ja sein müssen. Das ist also ganz ehrlich. Also ich bin lieber Müllmann. Trotzdem eine Straßenfeger, die musst du suchen. Ja, inzwischen ist es ja alle privatisiert, ja. Aber das ist ja eine andere Sache. Ja. Ja, also ich, wie gesagt, entscheide mich eher für den Müllmann. Du bleibst beim Chefarzt, ja? Ja. So, würdest du eher unsichtbar sein oder einen Röntgenblick haben? Oh, ich wäre lieber unsichtbar. Kannst du besser alle ärgern. Ja, alle ärgern, kannst einfach überall mitfahren, mitfliegen, ohne dass das irgendjemand merkt. Ach, du nützt mir Röntgenbilder. Der Segner, ihr habt eine Lungenkranke oder was? Nee, will ich nicht. Ja, also ich zieh mir unsichtbar sein auch vor. Ja. Würdest du eher wollen, dass man ein Geheimnis vor dir hat und du damit glücklich bist? Oder dass man dir das Geheimnis verrät, was dich unglücklich macht. Also ich stehe schon immer auf den Grundsatz, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja.
Deshalb würde ich es lieber gar nicht wissen wollen. Nee, ich auch nicht. Und wer Geheimnisse hat vor mir, ja, soll sie behalten. Na los, wenn er jemand meint, der fühlt die Ruhe, warum ja. nicht? Ich muss die nicht wissen. Nee. Würdest du eher eine Woche lang kein Fernsehen oder kein Internet haben? Ich möchte lieber eher kein Fernsehen haben. Also Fernsehen gucken wir sowieso kaum. Ja, das ist wie so eine Scheiße in der Kiste. Ja, das, also ich möchte lieber das Internet haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Fernsehen kann ich verzichten. Ja. Du? Ja. Würdest du eher deinen Schlüssel oder dein Handy verlieren? Ich glaube, Handy. Das lässt man irgendwo liegen, ne? Ja. Das ist so, ja. Aber ich habe ja letztens ohne Schlüssel auf Arbeit gestanden und konnte mein Fahrrad nicht mehr. Und dann ist rausgekommen. Das Handy war wichtig. Ich konnte dich anrufen. Also, weil es so das Handy und ich war halt die. Nee. Ich behalte die Schlüssel. Also, ich verliere die Schlüssel lieber. Ja. Ich nicht. Eigentlich möchte ich gar nichts von beiden verlieren, ja. So, würdest du eher nie mehr eine Hose tragen können oder nie mehr ein Oberteil? Also ich würde dann bleiben, letzte Oberteil. Ich trage keine Hosen, geht schneller. Guck mal, bei uns in der Beziehung hat da auch keiner die Hose an. Ja, wenn du so nimmst, ja. Ja, ist das so. Genau. Jeden Tag lieber dieselben Socken oder jeden Tag dasselbe T-Shirt tragen? Lieber. Dieselben Socken oder dasselbe T-Shirt? Und nie ändern? Dann lieber das T-Shirt, weil im Sommer brauche ich keine Socken. Dann kann ich die ein bisschen für den Winter aufheben. Ja, das stimmt. Also, ich würde lieber eher täglich dasselbe T-Shirt tragen. Ja. Boah, also morgen habe ich hier einen ganz dicken Otto, ne? Wenn ich mir das alles so vor meinem bildlichen Auge. Oh. Nee, das ist geistiges Auge. Bildliches Auge, was ist das denn? Naja, das Bild. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Morgen habe ich einen Otto, ehrlich. So, lieber eine Woche in totaler Dunkelheit oder eine Woche in blendender Helligkeit sitzen? Aber ist beides Mist, ne? Ja gut, wenn es hell ist, das schadet ja nicht, kannst du ja dunkel machen. Also ich würde auch lieber in Helligkeit, einfach weil es auch für den Körper einfach besser ist, als in Dunkelheit dahin zu sehen. Helligkeit. Ja, die zieht mir auch vor. Ja. Würdest du eher auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen? Also dann verzichte ich auf alle Suchmaschinen. Also ihr könnt mir so im Moment so ohne YouTube oder ohne Insta, obwohl ich bei Instagram ja nicht mal so fleißig bin, ja. Nee. Und der Uwe ja auch nicht. Aber ihr könnt mir trotzdem nicht vorstellen, das Social Media irgendwie nicht mehr zu haben. Weil man da auch mit den Leuten halt sich austauschen kann und alles. Und das kann ich halt über eine Suchmaschine nicht. Nee. Doch ich würde lieber auf die Suchmaschine verzichten. Ja. So. Stimmt. Ja. Für immer auf Filme oder für immer auf Musik verzichten? Ich würde sagen, lieber auf Filme. Ja, ich verzichte auch lieber auf Filme. Als auf eine Musik. Weil ich finde, so ohne Musik ist das Leben kein Leben. Ne? Nee. Das ist so, Musik muss einfach sein. Musik ist Trumpf. Ach nee. Das war mal. Ja. Ja, würdest du eher nie wieder sprechen oder nie wieder sehen können? Oh mein Gott. Nee, dann spreche ich lieber nicht mehr. Ja, ich finde, blind zu werden, gerade wenn man sehend war, stelle ich für mich ganz schrecklich vor. Ich hoffe auch nicht, dass mich diese Schicksal mal ereilt. Und überhaupt nichts zu sehen, finde ich ganz schlimm. Nee. Ja. Lieber, wie gesagt, nie wieder sprechen. Ja. Dann ist halt Stille, ne? Dann schweige ich euch an. Man kann euch wenigstens mal sehen. Da hätte ich mindestens meine Schnauze. Würdest du lieber irgendwo leben, wo es nie wieder Tag wird oder wo es nie wieder Nacht wird? Ja, dann lebe ich lieber da, wo es nie wieder Nacht wird. Ja. Ich kann auch am Tag schlafen. Ja. Obwohl beides echt anstrengend ist. Ja, klar, ne? Also so.
Würdest du eher für immer auf den Winter oder für immer auf den Sommer verzichten? Winter. Die Frage ist für mich wirklich ganz doll schwer, weil ich mit beiden Klimageschichten nicht zurechtkomme. Also ganz kalt finde ich scheiße, ganz heiß finde ich scheiße. Vielleicht fragst du mich, ob ich lieber auf Frühling oder auf den Herbst verzichte. Na, Herbst verzichte ich auf den Herbst. Aber ich muss mich ja Dann hier jetzt lieber auf den entscheiden. Winter. Auf Und den Winter. ja, dann verzichte ich auch lieber auf den Winter. Ja. Lieber baden gehen, ne? Ja, klar. Als Drachen steigen lassen. So sieht's aus. Eine tödliche Krankheit heilen oder für Weltfrieden sorgen? Oh, das sind so gemeine Fragen, Schatz. Tödliche Krankheit heilen oder Weltfrieden? Das Wetter ist sehr wichtig. Ich würde sagen Weltfrieden. Ja, aber was nutzt der Weltfriede, wenn nachher am Ende alle tot sind? So schnell nicht. Aber andersrum ist ja auch, ne? Ja. Da beißt die Katze sich in den Schwanz, ey. Ja, ich würde lieber Weltfrieden. Aber da wir ja zwei Personen sind und du dich für den Weltfrieden entscheidest, dann entscheide ich mich einfach, dass ich die tödliche Krankheit heilen kann. Und Siehst damit ist es eine Win-Win-Situation und wir du? sind fein raus Ja. aus dem Schneider. So, Wir tun das alle wieder für einen war guten gute Zweck. Kinder. So, das war's, meine Lieben. Hoffe, ihr hattet Spaß. Na, auf Oh alle ja, ich Fälle. hatte ziemlich viel Na, Spaß. aber mehr Vielen, als vielen genug. Dank. Und jetzt ist die Frage, Schatz, schaffen wir noch eine Frage? Mal sehen, wie lang die hier ist. Nicht so eine lange. Ui. Boah. Ui, die ist lang. Nee. Von der lieben BP. Also, das wird diesmal nischt. Nee. Und von I Love ist auch recht lang. Ja. Aber es reicht nicht für jeweils ein, also von BP würde für ein Video Tatsache wahrscheinlich reichen. Wollen wir schnell das von I Love noch machen, weil wir haben jetzt gerade noch 15 Minuten. Oder? Hast du Zehn, geguckt? ja, fünf nach haben wir, fünf nach halb haben wir angefangen. Was, 5 nach halb? Ja. Nee, bei mir stand 40 drauf. Dann 40. Na gut, ihr Lieben, dann wird das heute einfach Das mal wird nur ein nichts. 20-Minuten-Video. Ja. Aber das wird beim nächsten Mal auch nicht. Ihr Lieben, wir haben hier noch zwei Fragen offen. Von BP und von der lieben I Love. Und wenn ihr Fragen noch für uns habt für den Maskenmontag, dann stellt sie uns bitte gerne im Community-Tab. Der Link ist unten in der Infobox verlinkt halt. Wenn ihr darauf klickt, dann kommt ihr direkt da in den Community-Bereich. Und das ist gleich der erste Beitrag, wo man Fragen stellen kann. Also stellt uns da gerne Fragen, vielleicht auch unbequeme Fragen oder schlüpfrige Fragen oder keine Ahnung, was euch unter den Nägeln brennt, ne? Damit wir das hier im Video dann irgendwann vorlesen können. Dann kommt ihr halt ja auch mal im Video vor und wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ja, und ich würde dann jetzt sagen, okay, dann lass uns die Maske abmachen, weil die 20 Minuten sitzt die Maske ja drauf. Ihr seht ja, bei mir geht das schon wieder ab, ne? Bin gefeit. kommt aber halt, oh, du bist noch voll Serum, ne? Kommt halt vom Reden aber auch, ne? So. Ich massiere mir das mal eben ein. Ach, das war wieder sehr, sehr schön, diese ganzen Fragen. Oder wer würde eher Geschichten? Weil ich das schon ja schon schwierig finde, sich immer für was das Richtige zu entscheiden. Was ist richtig, wisst ihr? Was ist falsch? Keine Ahnung. So, Klammer kommt raus. Auf jeden Fall haben mir die Fragen sehr viel Freude gemacht. Ja, Vielen, vielen, war vielen sehr Dank schön. an dieser Stelle, liebe Princess Dark. Fand ich ganz toll. Und die Masken, die du uns hier eingepackt hast, die fand ich eigentlich auch mega. Ja, Also, Affengeil. ja, hier stimmt, ne? Affengeil. Ist Ja, geil. schreib's mal gerne in die Kommentare, ob du die von Action hast oder wo du die her hast, weil die finde ich total süß. Aber ich würde fast glauben, dass sie von Action sind. Ihr könnt euch noch mal einkicken. Das ist so süß. Hübsch. Ja.
Die anderen Fragen kommen halt beim nächsten Maskenmontag mit ran oder vielleicht im Live. Das wäre ja auch noch eine Idee. Müssen wir uns mal überlegen. Ja, aber habt ihr denn eigentlich Bock auf so einen Live-Maskenmontag? Also, dass wir den gar nicht drehen, sondern direkt um 19 Uhr die Fragen beantworten? Das, ja. Ich meine, jetzt sind noch Ferien, ne? Jetzt sind noch Ferien, vielleicht. Die Kinder müssen ja nicht so früh in die Kurie gehen. Ja, schreibt einfach gerne in die Kommentare, ob ihr auf den Live-Maskenmontag richtig Bock habt und ob ihr Fragen dazu am Start habt. Denn könnten wir das halt direkt von Angesicht zu Angesicht quasi machen. Oder wir lesen einfach hier die restlichen Fragen vor und ihr schreibt einfach neue Fragen in den Community-Tab. Aber das können wir ja nochmal besprechen in den Kommentaren. Da würde ich mich halt sehr freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen. Jetzt möchte ich aber nochmal schnell ein Fazit zu der coolen Maske hier geben. Mir hat die sehr gut getan. Meine Haut ist schön gekühlt, also die fässt sich kühl an auf jeden Fall. Sie ist aufgepolstert, finde ich. Sie ist sehr. Ja, aber was meinen Sie? Sie ist schon prall gepolstert. Ja, ja. Ne? Das ist schön durchfeuchtet. Ja. Sie klebt ein bisschen, aber das liegt natürlich daran, dass das Serum halt da drauf ist. Also ich bin sehr zufrieden. Und ich würde mir die auf jeden Fall wieder kaufen. Und du? Ja, aber nur den Esel. Nein, den Gorilla auch. Also, wenn ja, ich würde mir die auch kaufen. Ja. Die ist sehr gut. Hilft wirklich, das ist geil. Kann man, ja. Nur kennst du deine Haut dann auch so auf ihr Polstern auch so? Ja. Also, Gurke ist ja sowieso immer, immer super. Jasmin, vielen lieben Dank. Hier, Herzchen, warte, guck mal, ein paar Herzchen hier. Für diese tolle Maske und für die tollen Fragen. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Und dann haben wir immer. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Marcel. Tschüss, ihr Lieben. Und schwitzt nicht so doll. Achtet auf euch. Trinkt schön viel. Trinken. Ja, ist ganz wichtig. Und meidet die Mittagshitze, ne? Wenn es geht, lieber abends oder morgens alle. Ja, ich gehe jetzt in den Keller. Ja. Ich gehe jetzt an den Schreibtisch schneiden. Okay. Tschüss.